Ich habe überhaupt nichts gefühlt. Sie fühlen auch jetzt nichts. Na, da haben Sie recht. Vielleicht ist das ja angenehm, nichts zu fühlen. Sicher. Und als Sie sich die Pulsadern aufgeschlitzt haben. Sowas habe ich nie gemacht. Vielleicht ist es einfach Selbstmitleid gewesen. Du kannst mich mal, du Arschloch! Ich sag dir, wieso sie sterben mussten. Es war einfach nicht ihr Tag. Du rappst für dein Leben gerne, ich für deinen Tod. Mit Menschen reden ist nicht mein Niveau. Ich bin bestimmt kein Philanthrop. Bisschen perlodiertes Wohlbehagen macht aus mir noch lange keinen xenophilen Lotophagen, der hier wie vollgepumpt von Endorphin und Botox-Nadeln mit fixiertem Grinsen durch die Weltgeschichte Strom hat Samstagabend im Kackschlag einer Plastik-Mainstream-Setlist. Ich sitz lieber zu Hause und schau die Bunny-Tapes auf Netflix. Ich bin und bleib ein Schambolzen wie Ramsey Bolton und konter Smalltalk mit sprachlosen Reflexionen, denn ich gebe Dacht vor in der Selektion mir würdiger scheinender gegenüber anthropologischer Lebensform. Also mach mal vor mir nicht auf Hardcover, du Graphic Novel oder gar auf Arthouse-Film, du Bollywood-Geburt. Denn die Analyse meiner aversiven Emotionen ist Sache der Professoren im Quantico-Lehrkurs. Ich steh allein auf weiter Flur in jeder Menschenmenge und hör überall nur jämmerliche Petitessen. Mein Gameplay-Panel sagt, ich hab Stress gelernt und erreicht die nächste Stufe von Desinteresse. Auch dieses Jahr steckt dich niemand mit Frühlingsgefühlen an. Ich bin niemals künstlich, doch immer künstlerisch arrogant. Ich hab keine Sympathie zu vergeben. Sorry, ich will eigentlich mit niemandem reden. Geh beiseite jetzt. Und Verachtung bleibt die beste Medizin. Ich bin Typ Penicillin gegen den Gyrus Zinguli. Auch bei mir bei Zeiten auf keimenden Menschenrechtsfantasien. Mein Körper ist kein Tempel, er ist ein Schreckgespenster verließ und entfesselt die Nemesis, die die Rezipientin verdienen. Das Erika Pabrit sich vor der Etikette von Nietzsche und entsorgt bei Gelegenheit beide Samthandschuhe. Es hagelt neue Verderbtheit aus meiner Brandschatztruhe. Und sieh das bitte nicht als tadelnde Rezension deiner Wesenszüge, sondern mehr als eine trachtpädagogische Schädelprügel. Demütigend zählt zu meinen Asperger Talent. Ich zahl jedem, der's verdient, das volle Maßregelsatz Entgelt. Connor! Bring mir bitte noch einen Tranquilizer. Vielleicht komm ich durch Remedieneinsatz mit der Welt in einen Kleid. Denn die meisten hier sind nur biochemische Zielscheiben und ich treff sie allein durch mein pejoratives Stillschweigen. Nichts weiter ist ganz einfach. Ich steh allein auf weiter Flur in jeder Menschenmenge und hör überall nur jämmerliche Petitessen. Mein Gameplay-Panel sagt, ich hab Stress gelevelt und erreicht die nächste Stufe von Desinteresse. Auch dieses Jahr steckt mich niemand mit Frühlingsgefühlen an. Ich bin niemals künstlich, doch immer künstlerisch arrogant. Ich hab keine Sympathie zu vergeben. Sorry, ich will eigentlich mit niemandem reden. Geh beiseite. Ich steh allein auf weiter Flur in jeder Menschenmenge und hör überall nur jämmerliche Petitessen. Mein Gameplay-Panel sagt, ich hab Stress gelevelt und erreicht die nächste Stufe von Desinteresse. Auch dieses Jahr steckt mich niemand mit Frühlingsgefühlen an. Ich bin niemals künstlich, doch immer künstlerisch arrogant. Ich hab keine Sympathie zu vergeben. Sorry, ich will eigentlich mit niemandem reden. Geh beiseite jetzt. Das war ja gestört.